Herr Dr. Saarheimer, Ihr Neffe. Onkel Ludwig. Kannst dich gleich schon mal um die neue Ware kümmern. Was für Ware? Die Bräute aus Anatolien. Die lassen sich per Vollmacht in der Türkei verheiraten und fallen dann bei uns ein wie die feindlichen Truppen. Das ist Familienzusammenführung und völlig legal. Und hör doch bitte mal auf mit deiner politisch korrekten Weichspielerscheiß. Wir müssen den Kanaken endlich mal einen Riegel vorschieben. Ihr müsst eure Perlin lieben. Danke. Diese Frauen dürfen nur mit einem gültigen und bestandenen Sprachtest in unser Land. Ihr Deutsch sprechen? Idiot. Ich verliere das Gesicht vor ganzer Gemeinde. Die Frauen müssen 300 Worte Deutsch sprechen. Ich kann helfen. Die Grundlagen der deutschen Grammatik. Wollen Sie unterrichten? Deutsch in einer Woche. Mein Name ist... Unsere Beziehung hat falsch angefangen. Wir sind die Speerspitze des Abendlandes. Du musst ihn weich kochen. Männer sind... Du sagst doch immer, Frauen gehören hintern her. Aber ohne Kopftuch. Schweine. Darf ich dich küssen? Mein Vater bringt mich um. Also zuerst sie und dann mich. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Und was? Die Prüfungsaufgabe. Das ist Bestechung. Na ja, toller. Ihre Eiche macht meinem Neffen den Hof. Vielleicht machen wir was falsch. Die Schlacht ist verloren, aber der Krieg noch lange nicht. Scheiße. Integration wird in meiner Behörde ja ganz groß geschrieben. Das weiß ich auch, dass du nicht Daisy heißt. Ich heiße Aisha. Hä? Was meint er denn damit? Ah. Diese verdammten Türken. Pass bloß auf, offiziell natürlich niemals Kanake sagen. Ich hab noch nie in meinem ganzen Leben Kanake gesagt. Clever, mein Junge. Clever.